und ihr mitteilen, was sie alles für das Kloster leisten und die Gemeinde und wie sie sich für das Wohl des Klosters einsetzen. Und Sie müssen noch etwas hinzufügen. Die ehrwürdige Mütter würde es nämlich nie selber sagen, wenn sie viel zu bescheiden dazu ist. Schwestern, sie will, dass sie hinausgehen in die Nachbarschaft. Thank you.
Ja, und in der Kirche? Die Kirche ist bei den Gottesdiensten nun nicht mehr halb leer, sondern die Leute strömen in Scharen von der Straße in die Kirche, um den mitreißenden Chor zu hören. Sie rufen mit, applaudieren, spenden und retten damit das von der Schließung bedrohte Kloster. Die Hymne dieses Sonntags geht zurück auf eine Legende von Maria Magdalena. Maria Magdalena war eine Frau mit Vergangenheit und sie war sehr vertraut mit der Sünde, so wie sie mit vielen Männern in dieser Stadt vertraut war. Viele haben sie deshalb verdammt. Nur ein Mann stand auf und sagte: Hört doch zu, hört doch diese Geschichte dieser jungen Frau.